Hey Leute, willkommen zurück zu Striving for Light. Mal gucken, was das heute gibt und vor allen Dingen, wie ich mich mit dem Schwert so anstellen werde. Schauen wir doch mal, was haben wir denn hier? Boss, mehr Lebenspunkte. Wären jetzt, glaube ich, gar nicht mal so das Problem, Enemy Damage. Ja gut, darauf würde ich eigentlich ganz gerne verzichten. Und was das andere jetzt angeht, verdammt, das wollte ich gar nicht. So. Hätten wir noch das hier. Da wäre halt noch gar nichts. Frozen Plains. Ich würde auf jeden Fall, ich hätte gern eine andere Karte. Wälder sind doch mal ganz nett. Und dann gucken wir mal, was können wir denn hier bekommen? Ja, ist okay. Ist jetzt nicht so der Wahnsinn. Wie viel Modifier kann man da eigentlich draufpacken? Wie viel gibt es denn insgesamt? Ich würde jetzt echt sagen, wir tauschen die mal aus. Gucken wir nochmal so. Map Size ein bisschen größer, Trap Damage, Map, Enemy Damage. Plus 1. Ja, ist glaube ich ganz okay. Damit kann ich auf jeden Fall noch leben. Das gibt zwar alles nur plus 20%, aber plus 20% sind, ja, genau, plus 20%. Und ich muss sowieso erstmal schauen, wie ich mich jetzt mit dem Schwert anstellen werde. Aber gerade vom Attack Speed her gefällt mir das schon. Die Viecher sind natürlich ein bisschen doof, aber hey, es ist immer irgendwas, so von daher. Ah, das Schwert ist doch ganz cool. Die Reichweite sieht jetzt nicht nach viel aus, aber das täuscht, glaube ich, ein bisschen. Oh, hallo. Ja doch, also ich muss sagen, das gefällt mir doch schon besser als die Sense. Bräuchten wir halt nur noch so viel Ausdauerregeneration, dass wir da noch schneller mit angreifen könnten. Das wäre jetzt gar nicht mal so verkehrt. Wäre ich absolut dafür. Ich muss sagen, ich finde es nachher nach wie vor super, dass man keinen Schaden bekommt, wenn man einfach in den Gegner reinläuft. Oh, hallo. Du liegst da ja super. Ja, bei sowas hier, wenn die irgendwelche Giftpfützen dahin machen, ist das natürlich schon ein bisschen praktischer, wenn man entweder... Oh, wow. Okay. Okay, hallo, du willst es jetzt hier aber wissen. Ich habe jetzt gar nicht damit gerechnet, dass der so schnell, so weit charged. Das hat ja echt jetzt schon ganz schön wehgetan. Hm. Nun gut, aber das sollte trotzdem kein Problem sein. Zumindest nicht bei diesen normalen Gegnern. Gut, bei diesen anderen Viechern da unten, die mit ihrem Gift da, könnte es durchaus passieren, dass ich davon mal getroffen werde. Bei ihm hier zum Beispiel. Aber im Prinzip kann man das auch ganz gut predikten, wohin das alles fliegt. Na komm her. Jede Menge Zeug. Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, dass ich so viele Herzen da verloren habe. Je nachdem, was hier gleich noch kommt, könnte ich die dann auch gebrauchen. Oder ich muss halt schauen, dass ich bestimmte Sachen da nicht machen werde. Wobei, ich mache halt so viel Schaden. Verdammt. Das sollte das eigentlich nicht das Problem sein. Und gerade wenn man Gegner hat, die so auf einen zuchargen, ist das mit Knockback natürlich immer eine super Sache.
Das ist halt, das finde ich ein bisschen blöd, dass Gegner halt auch so hinter bestimmten Objekten stehen können und dass man die nicht sofort sieht. Boah, Hilfe. Ich gehe heute aber auch auf Tuchfühlung. Ich glaube, ich nehme nur noch Nahkampf-Double-Hit. Aber es muss doch auch einen sinnvollen Verwendungszweck für Poison Nova geben. Poison Nova müsste halt eigentlich schon mehr Schaden machen. Also ich finde, das ist eigentlich schon zu schwach, oder? Von dem, was ich bisher so gesehen habe, finde ich das eigentlich ein bisschen zu schwach. Weil das tickt dann so ein bisschen gut, aber man greift sowieso häufiger an, von daher beißt sich das dann sowieso. Man hat ja, ich weiß nicht, man hat eigentlich nicht so Situationen, wo man dann einmal zuhaut und dann 9 Sekunden nicht mehr zuhaut, wo das dann da in Ruhe ticken kann. Vielleicht wird sich das für Fernkampf ein bisschen besser eignen. Da kommt mal her. Jetzt lieber mal ein bisschen aufpassen. So, dann haben wir die auch noch mitgenommen. Dann haben wir hier auch noch so ein paar Pilze. Und leider war da jetzt nichts mehr drin. Ich bin vor allen Dingen... ich mag Attack Speed. Gut, die haben wir auch alle platt gemacht. Kein Problem. Das Problem wird halt mit der Zeit nur wieder Damage werden. Wenn ich nicht noch irgendwie Möglichkeiten finde, den dann weiter zu erhöhen. Oh mein Gott, 1000 Pilze später und wir haben endlich mal was gefunden. Wobei eben war da, glaube ich, auch schon mal was drin. Wenn ich so mittig stehe, dann treffen die mich eigentlich nicht so wirklich. Ja, das war blöd. Da war Ende. Da ist wieder jede Menge Giftsuppe. Sollte das jetzt auch nicht mehr allzu lange dauern, bis wir dann zum Boss kommen. Und ich werde erstmal hier alles soweit platt machen. Und dann gucken wir mal, wo wir die Punkte reinpacken können. Na komm her. Also Schaden über Zeit passt hier irgendwie, weiß ich nicht. Sind wir wieder bei Poison Nova, finde ich, passt. Passt nicht so rein, würde ich sagen, zum jetzigen Zeitpunkt. Gut, ich kann mich natürlich irren, aber ich sehe da jetzt irgendwie nicht den Nutzen. Man kann
kann natürlich Gegner einmal anhauen und dann weglaufen, aber dafür macht halt, weiß nicht, Poison Nova macht standardmäßig irgendwie schon zu wenig Schaden. Selbst wenn man das dann ein paar Mal hat, hatte das ja zweimal und das war jetzt auch nicht so viel Schaden. Ist alles schon ein bisschen mager. Hier unten noch ein paar Gegner. Also 60 werden wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Nee, das war's. Okay, da oben können wir noch hin. Moment, wie war das denn? Wir haben ja noch 3 Herzen. Muss mal gucken, wie viele Fallen waren denn da oben? Das geht. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Und mit diesen grünen Typen. Mit diesem Gift hier. Die sind aber auch alle schon sehr schnell umgefallen. Ich glaube, ich sollte einfach in Bewegung bleiben. Dann ist das Risiko vielleicht auch nicht so hoch, dass wenn die dann da spawnen, davon getroffen werde. Ja, noch ohne Knockback wäre ich da jetzt am Ende gewesen, so ungefähr. Endurance Regen. Natürlich. Dodge nicht. Nein. Jetzt komm, das ist doch jetzt geliefert wie bestellt, würde ich sagen. Gut, dann passt das doch. Dann können wir jetzt auch gucken. Und natürlich werde ich das da jetzt irgendwo hinpacken. Die Frage ist halt nur, wo? Vielleicht hier so an Double Hit dran. Hier so. Können wir so machen. Cool. Dann haben wir das auch schon mal. Dann wären das jetzt 9,5 und 10. Alles klar. Melee Construct. Das werde ich auch noch mal irgendwann ausprobieren, aber jetzt glaube ich nicht. So, die ganzen anderen Sachen hier. Bleeding Blade. Exploding Dodge. Scattering Sweep. Boomerang. Das wäre natürlich auch noch so eine Sache. Clash of Steel. ...50% Chance, dass Klingen erzeugt werden, die sich quasi dann durch die Gegner schneiden. Ganz plump übersetzt. Damage is scaling with your melee damage and with skill stacks. Das heißt, auch wenn ich mehrfach Double Hit habe, profitiert das auch davon. Das würde ich ja gerne schon mal ausprobieren. Dann nehmen wir das auch mit. Jetzt sind die Kosten wieder ein bisschen höher gegangen, aber nun gut. Was soll's. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier noch einen Punkt und dann müssen wir mal überlegen, was, also Attack Speed fällt schon flach. Ja doch. Mehr Leben wäre noch eine Option, mehr Ausdauer wäre theoretisch auch noch eine Option. Wir könnten natürlich versuchen, uns da noch so hinzuarbeiten. Beziehungsweise nein, das wäre hier oben, das wäre noch so eine Sache. Das würde ich sogar nehmen. Energy Regen würde ich sogar drin lassen. Also wenn, wir haben jetzt auch nicht, wir haben nur 3 davon. Das würde ich dann sogar so lassen und dann nur das umwandeln. Dann holen wir uns das hier vielleicht als nächstes. Das werde ich dann nochmal umwandeln, wenn wir den nächsten Punkt hier haben. Aber dann gehen wir erstmal zum Boss und machen wir das so? Ich glaube schon. Können wir dann auch noch mehr Ausdauer mitnehmen, ist gar nicht so verkehrt. Das hier brauchen wir halt gar nicht. Energy Regen brauchen wir jetzt auch nicht so unbedingt. Aber es kann ja auch nicht so verkehrt sein. Da gibt es wesentlich schlechtere Sachen. Gut, ich könnte natürlich
Ich könnte jetzt natürlich irgendwas kriegen, was da totaler Blödsinn ist. Oh, Energy Regen. Okay, ja, total blöd. Nehme ich mit. Nehme ich sowas von mit. Okay. So, ach, sowas ist das. Okay, verstehe. Das hat dann aber auch einen eingebauten... Nee, hat's nicht. Warum wird das manchmal ausge... Nee, da bin ich blöd. Das war das mit der 50% Chance, ne? Ja. Reden und spielen. Ich sag's immer wieder, ich werde es auch nie lernen. Ganz ehrlich, ich mache das hier jetzt seit 5, 6 Jahren. Ich werde es nie lernen. Ich bin schon wesentlich besser geworden als vorher, aber... Beziehungsweise am Anfang, aber... Nee, ich kann kein Multitasking. Ich werde... Das ist komplett nein. Hat schon einen Grund, warum ich keine Echtzeitstrategiespiele spiele. Oder nicht mehr. Irgendwann habe ich aufgegeben. Hab sie alle gespielt. Warcraft, Warcraft 2. Warcraft 3. Starcraft, Starcraft 2. Und was es da nicht alles noch so gab. Command & Conquer, aber irgendwie... Nee. Ich gehöre dann zu den Leuten, wenn die was bauen oder ans Bauen denken, ihre Armee vergessen und andersrum. Ja, ja, jetzt lass die Dinger da mal rumfliegen und hör mal mit dem Blödsinn auf. Na gut, hat mich nochmal getroffen. Was soll's? Gut, dann haben wir das auch noch. Und das passt halt auch echt gut mit diesem Schwert zusammen, dieser Rundumangriff. Und sowas bin ich generell schon ein Freund. Alles klar, so. Dann würden wir auf jeden Fall das da nochmal umwandeln. Axe Dodge, ja, ist halt so eine... Brauche ich eigentlich nicht. Ich habe auch keine Dodge-Skills, von daher... Energy Regen, Also jetzt habe ich hier aber ein Glück. Dann gibt es nochmal Energy Regen. Dann kann ich ja irgendwo nochmal... Hier unten haben wir dann auch noch Energy Regen. Genau, das wollte ich, habe ich letztes Mal von geredet, glaube ich, ne? Das ist immer ein bisschen blöd, wenn ein Tag dazwischen liegt zwischen den Videos. Das ist jetzt auch nicht so ein überschaubarer Skillbaum. Ich würde gerne mal kurz gucken. So, wir haben 11, 11. Also wir bräuchten auf jeden Fall erstmal mehr... Ausdauer, das heißt, wir würden dann sowieso hier lang gehen, bevor wir dann nochmal irgendwo den Schaden erhöhen könnten oder sollten. Hier haben wir noch mehr, hätten wir noch mehr Damage, das wäre natürlich auch eine Option, definitiv. Das müssten wir dann vielleicht noch umwandeln, aber das soll dann soweit auch erstmal passen. Level 60. Für neue Skill Gems reicht das jetzt hier gerade mal nicht. Da fehlt noch zweimal Leid. Ansonsten, gut, das ging noch relativ flott diesmal, aber ich würde sagen, wir machen trotzdem die nächste Karte dann auch nächstes Mal. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.